Ein geheimes Tal, irgendwo im Bundesstaat Oregon. Hier haben wir eine Hochsicherheitsanlage gebaut, in der sehr gefährliche Hybriden erschaffen und erforscht werden. Und heute bekommt ihr als Hauptinvestoren für das Projekt eine ganz spezielle VIP-Tour durch den Park. Über einen Geheimtunnel in den Berg kann man auf dem Landweg in den Park gelangen. Aber ihr werdet selbstverständlich per Helikopter eingeflogen. Und von unserem Forschungsteam erwartet und in Empfang genommen. Herzlich willkommen in unserem High Security Park. Und hoffentlich passiert heute nicht sowas. Und genau hier an dieser Stelle landen wir. Und wir werden auch schon von dem Personal erwartet. Aber erstmal müssen wir jetzt hinter diese Mauern kommen, denn der Park ist natürlich gut bewacht. Da oben steht zum Beispiel auch Wachpersonal und auch Scheinwerfer sind dort. Hier ist das Tor, wo wir dann gleich durchgehen werden. Aber erstmal schauen wir uns jetzt diesen kleinen Platz hier noch an. Hier sind nämlich auch ein paar Dinosaurierkäfige, Mitarbeiter, einige Fahrzeuge natürlich auch. Hier stehen auch nochmal Bauarbeiter. Und da hinten ist noch ein Wachturm, da steht auch ein Mitarbeiter drauf, der das Ganze überwacht. Und um überhaupt hier in diesen Vorplatz reinzukommen, muss man erstmal hier durch die Schrankenanlage. Aber wir werden selbstverständlich ohne Probleme in den Park gelassen. Deswegen fliegen wir jetzt einfach mal hier über das Tor rüber. Das erste, was wir hier sehen, sind ein paar Mitarbeitergebäude. Mit Sitzmöglichkeiten, Erste Hilfe, ja, und so ein paar Räumlichkeiten, in die man halt hinein kann. Aber nur als Mitarbeiter, das ist nicht für die Besucher. Hier ist das Ganze übrigens auch nochmal überwacht auf dieser Seite. Und hier werden auch gerade ein paar Arbeiten durchgeführt an dem Gebäude. Das hier ist übrigens das Gebäude, wo hier Fake, Owen und Claire drin stehen. Mir ist vorhin mal aufgefallen, dass das sogar hier Risse in der Scheibe hat, das Gebäude. Das ist, glaube ich, auch so ein Detail aus dem Film. Voll cool. Habe ich vorher nie darauf geachtet. Hier sind auch nochmal so ein paar Kisten und Dinosaurierkäfige. Und hier vorne genauso. Auch nochmal Toiletten. Die Besucher und für die Mitarbeiter. Und die Bereiche, wo was abgestellt wird, da sind dann auch immer solche Einzeichnungen auf dem Boden. Das kann man am besten von oben sehen. Also hier sind dann immer diese gestrichelten Linien. Und damit wirkt das alles ein bisschen strukturierter hier. Aber jetzt können wir auch schon uns direkt das erste Gehege anschauen. Das ist auch doppelt gesichert hier an dieser Stelle. Nochmal mit so einer Absicherung hier vorne. Die auch beleuchtet ist bei Nacht, was ganz cool ist. Aber da sehen wir schon unsere ersten Hybriden. Das sind die Spinoceratopse. So sieht übrigens das Gehege von oben aus. Also gar nicht mal so groß, aber für die Forschungszwecke natürlich ideal. Weil gerade das Fischfressen ist halt sehr, sehr interessant. Und das können die Mitarbeiter hier super durch den Dom beobachten. Da sind sie halt wirklich nah dran an den Tieren und haben auch eine Rundumsicht. Hier auf dieser Seite vom Gehege kann man auch durch ein Schleusentor direkt in das Gehege fahren. Da stehen auch die Jeeps schon direkt bereit davor.
Und hier gibt es auch einen Helikopter mit Schützen. Der sichert das Ganze natürlich auch nochmal zusätzlich ab. Das ist übrigens der Eingang, um in den Dom da vorne zu kommen. Da geht man dann durch einen unterirdischen Tunnel und da kann man da sicher hineingelangen. In dem Bereich hier kommen wir gleich. Wir schauen jetzt aber nochmal kurz hier vorbei. Hier ist nämlich auch nochmal so eine Abstellfläche mit ein paar Dinosaurierkäfigen und nochmal einem zusätzlichen Turm. Und das hier ist die Aussicht. Schlafen sogar gerade alle. Richtig schön versteckt zwischen den Bäumen. Ja, man kann fast das gesamte Gehege sehen aus dem Turm hier. Und jetzt, wo die Sinoceratopse gerade so süß schlafen, schauen wir auch nochmal bei Nacht. Denn die haben auch diese wundervollen Leuchtskins. Und der andere angelt da hinten gerade auch. Oder fischt, eher gesagt. Ist sehr, sehr schön hell hier beleuchtet. Sind halt richtige Scheinwerfer. Und so sieht der gesamte Bereich von oben aus. Und jetzt gehen wir hier vorne durch die Schranke. Und hier links ist direkt ein Wachturm und ein dicker Betonzaun. Das ist sogar ein Doppelzaun. Und auch ein doppeltes Schleusentor. Denn hier vorne in dem Gehege ist der Scorpius Rex. Der ist natürlich extrem gefährlich, deswegen der Doppelzaun. An den Ecken von dem Gehege sind auch immer solche Bewegungskameras. Die überwachen das Ganze dann auch nochmal zusätzlich. Aber wir gehen jetzt hier mal den Weg weiter. Denn hier sind erstmal noch ein paar Parkplätze mit Mitarbeiterfahrzeugen. Und hier stehen auch noch ein paar Kisten, ein paar Benzintanks. Und hier kann man auch nochmal hochgehen. Das ist auch nochmal so eine Mitarbeiterfläche. Auch nochmal Sitzmöglichkeiten für die Leute und auch nochmal hier Gebäude. Und hier wird auch das Fleisch gerade angeliefert. Also sie können halt hier hochfahren mit dem Auto und dann können die Leute direkt hier das Fleisch nach oben liefern. Hier kommen dann noch so ein paar Abfallreste rein. Und das Fleisch wird dann direkt hier über diesen Mast in das Gehege gefahren. Da vorne hängt es dann. Ja, hier oben befinden sich auch noch einige Mitarbeiter, die den Scorpius beobachten. Das ist auf jeden Fall eine gute Höhe, also da sind sie auf jeden Fall sicher vor dem Scorpius Rex. Und das Gute ist, er kann ja auch nicht hochklettern, weil das auch nochmal so ein bisschen hervorsteht. Hier vorne ist er gerade, kann man das mal so im Größenvergleich ein bisschen sehen. Das Gehege ist übrigens schon sehr vertrocknet. Weil der Scorpius Rex hat die meisten Bäume hier schon kaputt gemacht. Der ist halt sehr, sehr aggressiv. Hier liegen auch ganz viele Äste rum. Und auch noch einige Skelette, die er hier schon erlegt hat. Denn er braucht auch ab und zu mal Lebendbeute, damit er beschäftigt ist. Hier ist wirklich an jeder Ecke auch so eine Kamera. Und hier in der Mitte ist auch nochmal so ein Turm. Da gehen wir aber gleich auch nochmal rein. Weil der ist hauptsächlich darauf aus, in dieses Gehege zu schauen. Denn das ist nochmal so ein kleines Erforschungsgehege, wo der Scorpius Rex dann noch reingelassen werden kann. So sieht das übrigens aus, wenn sich hier dieses doppelte Schleusentor öffnet. Das sind insgesamt 4 Tore. Und dann kann der Scorpius auch dort durchlaufen. Ja, das ist nur mal so ein kleines Gehege, wo dann nochmal spezielle Forschung durchgeführt werden. Gerade so Dinosaurierkämpfe. Deswegen liegen hier auch so viele Skelette rum. So ein kleiner Dinosaurierfriedhof. Und wenn man dann hier hinter weitergeht, hat man auch nochmal ein paar Forschungsgebäude und auch nochmal einen Beobachtungsturm. Ja, ich würde auch sagen, da gehen wir jetzt mal kurz in die Ansicht rein. Und da können wir jetzt auch direkt hier den Scorpius Rex auf der Jagd beobachten. Der jagt hier gerade ein Gallimimus.
Sieht auf jeden Fall seltsam aus. Aber er hat ihn erlegt. Das waren jetzt diese beiden Gehege hier. Aber wir haben hier noch ein drittes. Und da gibt es nochmal einen extra Bereich, wo man auch nochmal durch eine Schranke muss. Hier stehen auch nochmal einige Fahrzeuge. Und auch hier ist ein Wachturm und nochmal so ein doppeltes Schleusentor, wie auf der anderen Seite auch. Und auch nochmal einige Mitarbeiter und ja, Kisten und was auch immer man hier alles braucht. Fahrzeuge, die sehr gut schräg eingeparkt sind. Perfekt. Ja, nochmal ein paar Forschungsgebäude haben wir hier. Und einen Beobachtungsturm. Und aus diesem Beobachtungsturm können wir sogar schon den Hybriden entdecken, der hier drin lebt. Das ist der Interoptor. An dem werden übrigens auch gerade Tests durchgeführt. Der wird nämlich aktuell mit Hai gefüttert. Der Hai kommt hier aus dieser Bodenluke dann raus. Befüllt wird das Ganze durch dieses Gebäude. Da kann man halt reingehen und dann das Futter wechseln. Und das wird dann direkt ins Gehege gefahren. Ja, hier hinten haben wir dann nochmal einen Eingang in eine Brutstation. Die Brutstation ist dann natürlich für diese ganzen Forschungszwecke. Und auch hier ist eine Verbindung in dieses Gehege. Das heißt, hier wird auch so ein bisschen geforscht, wie die beiden gegeneinander kämpfen oder ob man es hinbekommt, dass die beiden friedlich miteinander sind, also der Scorpius Rex und der Indoraptor. Und was auch nochmal ein ganz großer Unterschied ist, der Indoraptor liebt es, sich zu verstecken. Deswegen hat er auch die Bäume alle stehen lassen, außer die am Rand. Die hat er auch umgekippt, weil er versucht hat auszubrechen. Und er hat auch alle Knochen verbuddelt. Also deswegen gibt es hier in diesem Gehege keine Knochen zu finden. Der hat halt ganz andere Charakterzüge als der Scorpius Rex. Und in der Mitte hat man dann halt nochmal diesen Beobachtungsturm, der auch nach oben fahren kann. Da sind auch gerade Mitarbeiter drin, aber irgendwie stehen die falsch rum. Keine Ahnung wieso, aber ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat man von hier aus nochmal eine perfekte Sicht auf dieses Gehege. Nachts ist es in den Gehegen extra nicht beleuchtet, weil der Scorpius Rex und auch der Indoraptor mögen das beide nicht. Aber natürlich sind die Wege alle beleuchtet für die Mitarbeiter. Und das Coole ist, der Indoraptor, der hat sogar einen Leuchtskin. Und jetzt geht's weiter in den nächsten Bereich. Dafür folgen wir einmal hier dem Weg. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Gehege. Aber bevor wir da jetzt hingehen, schauen wir uns jetzt erstmal diese Seite an. Denn hier stehen auch nochmal ein paar Container und ein paar Mitarbeiterfahrzeuge und so Zelte. Ja, und hier vorne ist auch nochmal eine Toilette und Dinosaurierkäfige und Kisten. Und dahinter ist nochmal so ein kleiner Forschungsbereich. Hier sind dann auch Personalzentren. Und hier kann man sich auch hinsetzen, weil ab und zu werden auch die VIP-Gäste hierhin eingeladen. Und dann werden in diesem Gebäude Besprechungen gemacht. Das ist nämlich echt cool, das Gebäude. Denn das hat so richtig Konferenzräume. Da sind auch wirklich Wissenschaftler am Arbeiten. Hier ist sogar so ein kleiner süßer Empfang. Ja, und hier vorne sprechen auch gerade die Mitarbeiter mit einem der VIP-Gäste. Und gegenüber von diesem Bereich ist das nächste Gehege. Dafür gehen wir jetzt mal hier unten lang. Und dann haben wir auch direkt schon einen wunderschönen Blick auf unsere Stegoceratopse. Da können wir auch sogar nochmal reingehen ins Gehege. Da ist nämlich so ein Dom in der Mitte. Das machen wir aber, wenn wir auf der anderen Seite angekommen sind. Auf dieser Seite des Geheges ist auch so eine Mauer. Also da können die auf jeden Fall nicht ausbüchsen, weil die sind extrem aggressiv, die Stegoceratopse. Aber die Mauer ist, denke ich mal, hoch genug, dass dort kein Sicherheitsrisiko von ausgeht.
Dahinter sind auch noch ein paar Dinosaurierkäfige und auch andere Mitarbeiter noch. Und hier wird sogar gerade Futter angeliefert. Ein paar Pflanzen. Hier ist nochmal so ein kleiner Mitarbeiterbereich. Und dort kann man auch eine Etage weiter runter und dann hier durch das Tor in das Gehege fahren. Allerdings ist das sehr, sehr gefährlich. Also da sind schon öfter Unfälle passiert. Hier seht ihr übrigens auch ein kaputtes Fahrzeug, was zerstört wurde. Das konnte man nicht mal bergen, das Fahrzeug, weil die Stegoceratopse sehr territorial sind und alles angreifen, was sich bewegt und nicht gerade ihr Artgenosse ist. Man kann auch noch ein Stück höher gehen, nämlich hier vorne. Und hier ist auch nochmal so ein Bereich mit einer Beobachtungsgalerie. Und von dieser kann man halt wirklich nochmal richtig gut in das Gehege schauen. Da sieht man wirklich so gut wie alles. So sieht das Ganze übrigens von oben aus. Aber wir gehen jetzt wieder von dieser Beobachtungsgalerie hier zurück und dann mal hier vorne weiter. Hier ist nämlich der Eingang in den Dom, der dort ist. Und der ist auch extra erhöht gebaut worden, weil es sonst zu gefährlich wäre. Das hier ist die Ansicht aus dem Dom. Da sieht man auch noch ein weiteres zerstörtes Fahrzeug mitten im Wald. Und hier kann man die dann wirklich auch sehr, sehr gut sehen. Wir gehen jetzt aber weiter in diese Richtung. Hier hat man nochmal ein paar Container und ein Kran. Und dann kommen auch nochmal ein paar Mitarbeiterfahrzeuge und auch Kisten. Und auch noch ein wunderschöner Beobachtungsturm. Von dem kann man das nochmal richtig gut überblicken. Ich gehe jetzt mal nicht in die Ansicht rein, aber einfach hier so daneben, dann sieht man das ja, glaube ich, schon ganz gut. Und auf dieser Seite ist übrigens auch nochmal so ein Absicherungsstahlträger, sag ich mal. Der ist auch beleuchtet. Und apropos Beleuchtung, so sieht das Ganze bei Nacht aus. Also auch wieder sehr, sehr schön hell beleuchtet. Da vorne der Mitarbeiterbereich ist auch beleuchtet. Und die Stegoceratopse, die haben auch wieder wunderschöne Leuchtskins. Diesmal mit einem grünen Leuchten. Na, hier bei dem sieht man das ganz gut. Und jetzt folgen wir mal diesem Weg hier bis zu der Schranke. Hier wird man nämlich nochmal kontrolliert, denn das hier ist ein sehr heikler Bereich. Hier kann man auch reingehen, aber das machen wir erst gleich. Wir gehen nämlich jetzt erstmal hier vorne zu dem Zaun. Denn hier befindet sich ein abgesenktes Gehege mit einem Gitter obendrauf. Denn dort drin sind Spinoraptoren. Und die können richtig gut klettern und sind auch sehr intelligent. Deswegen ist das Gitter die einzige Lösung, damit die nicht ausbüchsen. Ansonsten würden die halt die Mauer hochklettern. Das Ganze ist auch an allen Ecken nochmal überwacht mit so einer Bewegungskamera. Und man kann einmal rundherum gehen um das Gehege und auch hier über eine Brücke. Ah, sorry, das Geländer verschwindet leider manchmal, wenn man zu nah dran ist. Kann ich nicht ändern. Na, es ist leider so. Ich zeige es euch einfach von weiter oben. Also hier ist nochmal eine Brücke und da kann man dann auch nochmal perfekt dort rüberlaufen und das Ganze auch nochmal schön beobachten. Die fressen übrigens auch Fisch, logischerweise. Und an dem werden sogar die ersten Forschungen mit natürlichen Nachkommen durchgeführt. Also da seht ihr ein Nest. Und hier auf der anderen Seite ist auch nochmal so ein Eingang. Der führt dort unten in die Beobachtungsgalerie. Da kann man sich dann nochmal schön erhöht hinstellen und die Spinoraptoren perfekt beobachten. Die fressen übrigens Fleisch und Fisch. Hier liegt auch einiges, was sie so verspeisen. Hier könnt ihr die jetzt nochmal beim Essen sehen. Und die haben auch schon hier in dem Gehege einige Ausbruchversuche gestartet. Die Mauer ist schon so ein bisschen kaputt. Und die haben auch gebuddelt. Allerdings ist natürlich das Gehege auch von unten gesichert mit so einem Gitter. Das heißt, auf den Weg nach unten konnten die auch nicht entkommen.
Das hier ist die Beobachtungsgalerie von der anderen Seite. Da steht man dann auch schön erhöht drauf und kann hier perfekt in das Gehege schauen. Und hier vorne ist dann auch ein Nest mit Eiern. Dort ist bis jetzt noch nichts geschlüpft, aber das Ganze wird beobachtet. Außerdem können die auch frischen Fisch fangen. Der schwimmt hier nämlich auch und wird dann regelmäßig aus dieser Luke freigelassen. Die Spinoraptoren haben auch hier schon einiges an Lebendbeute erledigt. Und hier hinten ist dann auch nochmal ein Tor. Über dieses Tor kann man halt in das Gehege gelangen. Ist aber nicht zu empfehlen, weil die auch höchstgradig aggressiv sind. Und über dem Tor hier ist dann auch nochmal ein Mitarbeitergebäude. Hier werden dann auch einige Sachen gerade angeliefert. Frisches Wasser und auch Nahrung für die Tierchen. Die wird hier auch gerade gebracht. Fisch und Fleisch. Und natürlich wird hier alles auch immer überwacht. Die Fahrzeuge, um die Nahrung dorthin zu bringen, fahren aber in der Regel nicht in das Gehege. Das Ganze ist alles unterirdisch. Also es wird dann immer durch diese Luken halt in das Gehege gebracht. Hier wird das auch von unten reingefahren, das Futter. Und auch der Fisch, das hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Und bei Nacht sieht das Ganze so aus. Die Spinoraptoren haben auch wieder Skins, die in der Dunkelheit leuchten. Und die haben auch tolle Namen von euch bekommen. Falls ihr wissen wollt, welche Namen die bekommen haben, dann könnt ihr einmal das Safe Game in der Videobeschreibung runterladen und dann könnt ihr selber mal nachschauen. Und ansonsten geht's jetzt hier ein ganzes Stück zurück und hier vorne zu der Abzweigung. Denn dort kommt der nächste Bereich, wieder bewacht mit Sicherheitsmitarbeitern und einer Schranke. Das ist das Indominus Rex Paddock. Hier sind auch Kameras. Und ein wunderschönes Schild. Und da kommen wir schon direkt auf ein riesiges Gebäude zu. Hier ist auch das Indominus Rex Logo. Und hier können halt die Mitarbeiter reinfahren. Hier ist so ein kleiner Vorraum. Hier können die reinfahren mit den Autos. Weil in das Gehege zu fahren ist halt sehr riskant, weil der Indominus Rex auch sehr intelligent und aggressiv ist. Also ist nicht zu empfehlen, dort reinzufahren. Deswegen wird tatsächlich auch die Fütterung von hier oben ausgeführt. Hier stehen auch ein paar Mitarbeiter. Da wird dann das Futter durch diese Leine in das Gehege gefahren. Aber es wird auch manchmal eine Lebendfütterung ausgeführt, wie ihr sehen könnt hier schon an dem Skelett. Was gucken wir uns gleich noch genauer an. Nach hier oben kommt man übrigens über eine Leiter. Und das Futter, was dann hier unten reingeliefert wird, das wird dann durch die Luke nach hier oben gefahren. Und ansonsten haben wir hier noch so ein paar Abstellbereiche, wieder mit Käfigen, Kisten. Hier ist auch ein Mitarbeitergebäude nochmal. Ich habe einige Kommentare gelesen, die sich über diesen Helikopter hier aufgeregt haben. Die meinten ja, der Indominus Rex könnte gar nicht behandelt werden, weil der Heli im Weg steht. Aber wenn er verletzt ist, fliegt ja dieser Heli los. Dann wird er da ja auch nicht mehr stehen. Ich lasse ihn jetzt einfach mal da stehen. Wenn es euch stört, ladet das Safe Game runter und löscht ihn einfach. Ich finde ihn nicht so schlecht. Hier sind noch ein paar Parkplätze und ein Eingang in eine Beobachtungsgalerie. Allerdings ist die außer Betrieb. Da wurde schon versucht, den Tunnel auszugraben, den Tunneleingang. Und es wurde ein Baum auf die Koppel hier gestürzt. Also da sollte man nicht mehr reingehen. Wir gehen jetzt aber nochmal ein Stück zurück von hier vorne auf die andere Seite. Dort haben wir auch nochmal ein paar Mitarbeitergebäude. Und hier kann man auch nochmal hochgehen und dann hier in eine Beobachtungsgalerie rein. Von hier aus kann man dann auch den Indominus Rex aus sicherer Höhe beobachten. Der ist jetzt hier gerade im Wald versteckt. Der mag übrigens den Wald auch sehr gerne, weil er halt ein Tarnmuster hat. Sobald er aus dem Wald jetzt rausgeht, färbt er sich auch wieder weiß. Das hier ist das Gehege von oben und das ist abgesichert durch eine richtig hohe Mauer. Also hier kommt der Indominus Rex auf jeden Fall nicht raus.
auch wenn er schon öfter versucht hat, also hier sind einige Stellen, wo er versucht hat auszubrechen oder auch hochzuklettern. Außerdem hat er auch schon mal ein Auto zerstört, was in das Gehege gefahren ist. An dies hat er sich angeschlichen in seiner Tarnung und dann einfach zugeschlagen. Und er hat auch schon öfter versucht, sich rauszubuddeln. An den Rändern und auch, wie gesagt, da vorne bei dem Eingang zu der Kuppel. Da hat er auch versucht, den Gang freizulegen. Hier haben auch schon viele Versuche mit lebenden Dinosauriern stattgefunden. Deswegen sind überall hier in dem Wald verstreut so ein paar Skelette. Bei Nacht ist das Gehege auch richtig schön beleuchtet. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal da vorne in die Beobachtungsgalerie. Denn von hier aus hat man einen richtig schönen Blick auf den Indominus. Er hat übrigens wieder ein sehr cooles Leuchtmuster. Und die anderen Mitarbeiter sind auch hier und beobachten das Ganze. Als nächstes geht's dann hier vorne zum Ankylodokus-Gehege. Da können wir als allererstes hier links abbiegen und dann durch einen unterirdischen Tunnel hier zu der Beobachtungsgalerie kommen. Und von dieser aus hat man einen perfekten Blick auf den Schlafplatz der Ankylodokus. Die mögen es nämlich gerne weich beim Schlafen und hier ist halt so eine Ecke, wo es richtig schön gepolstert ist. Guck mal, der hier erwartet uns auch direkt zur Begrüßung. Das Gehege ist übrigens mit Wasser abgegrenzt, also damit die hier nicht raus können. Dadurch kann man halt schön von hier auch direkt ins Gehege schauen. Und das hier ist die Toilettenecke von dem Ankylodokus, deswegen die ganzen Dino-Haufen. Hier vorne gibt es auch Türme, in die man rein kann. Da kann man halt hier vorne in die Tür reingehen und dann dort oben die Ansicht genießen. Und da findet sogar gerade eine Fütterung statt mit unseren VIP-Gästen. Wir fahren da gleich auch noch rein und gucken uns das nochmal näher an. Und direkt daneben wird gerade neues Futter geliefert. Und jetzt kommen wir gleich, wenn man hier lang geht, kommen wir in den Bereich, wo ihr dann untergebracht werdet als VIPs. Das ist nämlich die Hotelanlage. Natürlich auch mit Pool, Restaurant und ein paar schickeren Fahrzeugen, mit denen ihr dann durch den Park kutschiert werdet. Und ihr könnt dann direkt von hier oben die Aussicht auf das Gehege genießen. Das hier ist auch immer so ein bisschen das Highlight für die Besucher, weil sie halt mit den Ankylodokus interagieren können. Hier ist auch nochmal so eine kleine Beobachtungsgalerie. Und dann ist hier sogar nochmal ein kleines Wasserwerk. Was es mit diesem Wasserwerk auf sich hat, das seht ihr gleich, wenn wir jetzt hier durch das Tor fahren. Denn dieses Gehege ist begehbar und hier werden auch regelmäßig Touren durchgeführt mit den Gästen. Die erste Station dabei ist immer die Dinosaurierdusche. Ja, wie der Name schon sagt, werden hier die Ankylodokus abgeduscht und man kann halt live dabei zuschauen und die sogar einseifen. Also man kann sich so einen Besen schnappen und die mögen das ganz gerne. Die kommen dann hier vorne an das Geländer und lassen sich auch wirklich sauber schrubben von den Gästen. Man kann die auch anlocken, denn hier gibt es auch noch Dinosaurier-Food. Und das Wasser, was dann hier reinplätschert, das fließt dann hier dann auch wieder ab, wird gefiltert durch das Wasserwerk und somit haben die immer sauberes Wasser. Ja, den Schlafplatz hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Der ist auch so ein bisschen versteckt und abgeschirmt, damit die da ihre Ruhe haben. Und die nächste Station auf der Tour wäre dann hier das Dinosaurier-Klo. Und dann geht's auch schon zur Fütterung. Und hier kann man halt als Gast auch richtig nah ran. Weil die Tiere sind extrem friedlich. Und die greifen auch keine Jeeps an und auch keine Menschen. Auch wenn sie eine gigantische Keule hätten, um das Auto hier zu zerscheppern. Machen sie aber zum Glück nicht. Hier vorne wird, wie gesagt, gerade das Futter aufgefüllt. Hier wäre dann die Trinkstelle. Die Ankylodokus haben übrigens auch einen Leuchtskin. Aber so ein bisschen dezenter von den Farben. Und damit ist das Projekt High Security Park abgeschlossen. Das Safe Game findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung.
Und falls ihr weitere Jurassic World Evolution 2 Parkbauprojekte sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.